In Part 16 von Let's Play Lost Horizon 2 müssen wir immer noch Gwen retten vor dem bösen radioaktiven Gift, das die Kessler-Zwillinge, oder nein, die heißen ja anders, Brunner-Zwillinge waren es, genau, die haben ihr das verabreicht. Diese unschuldigen Mädchen von Anfang vom Spiel, die sich jetzt in böse Weiber verwandelt haben, so möchte ich es mal bezeichnen. Tja, wo wir dachten, Anna wäre eine sehr gute und sympathische Frau. Pech gehabt. Wir müssen diesen Raben hier dazu bringen, dass er diesen Diamanten für uns lockert. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und dafür müssen wir an die unterschiedlichsten Säulen hinrennen, um ihn zu lotsen. Okay, das habe ich verstanden. Wenn ich jetzt da nach hinten gehe... Halt. Oh nein, das wollte ich eigentlich nicht. Dahin. Hallo? Ach so, dahin? Das kann ich gar nicht berühren. Ja, dann gehe ich jetzt mal hier. Wo willst du denn hin? Also wenn er sagt, wo willst du denn hin, das kenne ich vom letzten Part noch, dann ist das kein gutes Zeichen. Ich werde das jetzt mal so machen. Ich habe mal so die Theorie, immer eins weiter vorne als da, wo ich ihn haben will. Also hier habe ich jetzt die berührt. Also würde ich jetzt mal die berühren, damit er vielleicht dann dahin fliegt. Das ist meine Theorie. Die sieht aber gar nicht mal so schlecht aus, die Theorie, muss ich sagen. Wo willst du denn hin? Na, das war nicht. Vielleicht hätte ich noch eins weiter formen müssen. Okay. Schauen wir mal. Also der Rabe ist schon sehr, nach wie soll man sagen, fixiert auf seine Säulen und ich weiß auch nicht, was Fenton da tut. Markiert er die irgendwie? Die Vergangen Säulen? Und zerfallen. Wie das restliche Asgard. Ja, achso, Statue. Ich dachte, das wäre auch eine Säule. Hier hin? Wo willst du denn hin? Nee, das ist es nicht. Also gut, da hat er nicht gesagt, wo willst du denn hin? Oder wechselt das dann irgendwann? Muss ich dann... Hier hin. Ich meine, das ist jetzt reine Raterei, Leute, weil ich ja... Wo willst du denn hin? Okay. Also ich gehe jetzt mal hier. Ich kann nur durchprobieren, Leute. Irgendwie. Ich habe zwar jetzt kein Schema, aber... Meine Theorie mit dem 1 immer 1 weiter vorne ist ja gar nicht so verkehrt gewesen. Ich verjag dich jetzt mal. Ich weiß es wirklich nicht. Es gibt keine Hinweise. Das ist dann schade. Ah. Aber dann müsste man hier immer in der Lösung nachgucken. Kann ich dich jetzt hier vertreiben? Nee, da lässt er mich jetzt nicht. So kann ich die Säule nicht berühren. Kann ich nicht. Kann ich die berühren? Die kann ich berühren. Wo willst du denn hin? Ist es aber auch nicht. Nervt ein bisschen. Okay. Soweit weiß ich, ist es richtig. Und dann bin ich, glaube ich, zu ihm direkt hingegangen. Und jetzt? Dahin sollst du fliegen, bitte. Ah, okay, das war... Okay, und jetzt? Den kann ich jetzt gerade nicht berühren. Dann laufen wir dahin. Wo willst du denn hin? Nee. Ach, ich glaube, wir hier waren jetzt hier ganz knapp. Okay, nochmal dich hier. Wenn ich jetzt den Phantom ein bisschen beschleunigen könnte, das wäre sehr nett vom Spiel. Muss jetzt einfach irgendwas probieren, Leute, sorry. Und dann bin ich jetzt direkt zu dir hingelaufen. Dann hatte ich gesagt, hier bitte hin.
Okay. Da war ich, glaube ich, schon. Da war ich. Den kann ich nicht. Ich gehe mal zu dem hier. Vielleicht ist das ja so. Ah. Aha. Warum das jetzt so funktioniert hat, Leute, fragt mich bitte nicht. Das hat jetzt auch mit Spielelogik nichts mehr zu tun, sondern das ist einfach Spieleunlogik. Okay, Diamant Nummer 3 oder so, glaube ich, ist das. Mhm. Okay, ich würde mal sagen, ich bringe den jetzt mal zurück. Gleich ins Gebäude. Ja. Aha. Dann fehlt nur noch einer. Die Figuren wirken erhaben und weise. Im Gegensatz zu meiner Wenigkeit, der sehr, sehr durcheinander wirkt. Ich weiß auch noch nicht, wie er nicht an diesen Rucksack rankommen soll, Leute. Ohne dass der Wolf oder die Speere uns erwischen. So, jetzt gehen wir in diesen Raum. Bodenplatte. Was passiert? Was es wohl mit diesen Runen auf sich hat? Ja, und zwar draußen hatten wir ja so einen Runen-Dingensbummens gefunden. Ich kann da wahrscheinlich nicht durchgehen, oder? Doch, geht. Ah, geht nicht. Okay. Es hat sich geschlossen, als ich über die Bodenplatten gelaufen bin. Ich verstehe. Ich muss über die richtigen Bodenplatten, über die richtigen Kombinationen gehen. Ah, hallo. Sieht fast so aus, als würden sie diese Passage bewachen. Hm. Zurück. Wie komme ich an diesen Rucksack ran? Ach! Ich witzbold. So natürlich. Hab ihn. Ein schicker Rucksack, möchte ich sogar sagen. Mal sehen, was er so dabei hat. Mhm. Okay, Kleidung. Ein Unterhemd und lange Unterhosen. Der Stoff fühlt sich künstlich an. Vermutlich Nylon. Hm. Ich sollte auf eine bessere Gelegenheit warten, um zu prüfen, ob diese Magnesiumfackel noch funktioniert. Eine Magnesium. Ich sollte auf eine. Obwohl Haue und Schaufel aus Metall sind, ist der Eispickel erstaunlich handlich und leicht. Dass Leo Trotzki mit so einem Ding in Mexiko ermordet wurde, finde ich immer noch äußerst skurril. Was, Leo Trotzki ist in Mexiko? Was? Obwohl Haue und Schaufel aus Metall sind, ist der Eispickel erstaunlich handlich und leicht. Dass Leo Trotzki mit so einem Ding in Mexiko ermordet wurde, finde ich immer noch äußerst skurril. Ich wusste nicht, dass Leo Trotzki mit einem Eispickel in Mexiko ermordet wurde. Okay, was habe ich jetzt noch? Ich habe hier das Gebäude. Die Bäume kann ich nicht und das Rohr kann ich auch nichts machen. Ja, und da ist ja der Höhlenausgang, aber da war ich ja... Achso, nein. Quatsch, Entschuldigung, der Ausgang ist rechts unten. Hier. Aber hier ging ja nichts mehr, oder? Oh. Keine Ahnung, was diese Runen bedeuten. Falls es eine Warnung ist, zu spät. Ich dachte, dass hier vielleicht die Runen entstehen, wie wir da durch diese Tür kommen. Dann haben wir hier noch Soldaten. Ja. Ah, Tornister. Steckt im Eis fest. Ja, aber nicht mehr lange. Genau. Damit kann ich ihn aus dem Eis hacken. Kann ich? Jetzt das Wasser? Halt mal. Ich leere ihn mal aus. Ach so, da ist was drin. Ich dachte, das ist ein war ein Wasserbehälter. Leere Tornister. Da ist nichts mehr drin. Hm, vielleicht kann man da einen Baum bebauen. Ich habe das ganze Putzzeug schon rausgenommen. Putzen? Der Tornister ist weg. Okay. Pü. Pü. Also, Blechtasse. Ganz schön verbeult, aber brauchbar. Mhm. Zwei Putzstöcke, wie man sie zum Reinigen von Gewehrläufen benutzt. Mhm. Die kleinen Bürsten sind für die Reinigung von Handfeuerwaffen. Aha. Das Ledertuch riecht nach Waffenöl.
Öl. Mich würde immer noch interessieren, was ich... Der Schnee ist geschmolzen. ...mit dem hier machen soll. Ich gehe mal wieder rein, keine Ahnung, Leute. Ich hätte eben gedacht, dass ich hier was tun kann. Halt. Nein, das ist es nicht. Oh. Mit Becher kann ich was tun. Was habe ich jetzt getan? Ich hoffe, das Zeug wirkt wirklich Wunder. Aha. Also ich werde mal alles mit allem kombinieren, Leute. Keine Ahnung. Vielleicht muss ich ja mal wieder was bauen, was basteln. Okay. Also das ist jetzt so ein Punkt, wo ich jetzt viel Zeug habe und mir einbilde, okay, mit diesem ganzen Zeug muss man doch was anfangen können. Ich habe aber nicht die geringste Ahnung, was Fentons Plan ist. Was nicht gerade schon gemacht hat, Leute. Messingstangen. Na, ich sehe schwarz, Leute. Ich weiß nicht genau. Na, den mit dem Feuerzeug anzünden wäre so ein Kandidat für mich gewesen. Nee, Leute. Nee, nee. Das sollte den Stab etwas geschmeidiger machen, behaupte ich jetzt einfach mal. Nasser Holzstab. Der Stab fühlt sich feucht an. Was kann ich damit jetzt tun? Ja, Leute, jetzt habe ich einen nassen Holzstab. Keine Ahnung, was hier abgeht, Leute. Ich mache hier mal kurz einen Cut und ja, sehe mal wieder in der Lösung nach, wie es weitergeht, weil sonst verbringe ich hier noch Stunden, Leute. Also, bis gleich. Da bin ich wieder, Leute, und ich kann's nicht fassen. Also, das sind jetzt so komische Geschichten, dass ich da jetzt echt im Leben nicht drauf gekommen wäre. Ihr könnt mir ja in den Kommentaren schreiben, ob ihr da drauf gekommen seid. Also man muss hier einen Diamanten nehmen. Sie schreiben zwar, man soll den blauen Diamanten nehmen, aber ich sag jetzt mal, eigentlich müsste das doch, ja, egal sein. Dann muss man den Diamanten nehmen, um die Kleidung zu zerschneiden. Vollkommen logisch. Ich stehe nicht meine Größe. Kann ich also ruhig zerschneiden. Okay. Dann... haltet euch fest, nimmt man diesen Nylonfaden. Ein langer, reißfester Nylonfaden. Und wendet ihn mit diesem nassen Holzstab an, um, passt auf, einen Bogen zu bekommen. Der Nylonfaden gibt eine ganz passable Bogensehne ab. Hatte ich noch nie gehört, dass man mit einem Nylonfaden einen Bogen bauen kann. Vor allem mit einem durchgeweichten Holzstab. Hä? Und die Messingstäbe sind natürlich, wie könnte es auch anders sein, unsere Pfeile. Auch ohne Spitzen und Federn sind die dünnen Putzstäbe ganz ordentliche Pfeile. Okay, Leute, das ist jetzt wirklich sonderbar, sehr sonderbar. Pfeil und Bogen, einsatzbereit. Ja, genau. So, ich nehme mal jetzt alle Diamanten mit. Wer weiß, ob wir hier nicht die noch für was anderes brauchen. Ich brauche auch die Runen irgendwie für diesen eigenen Raum da, wo ich noch keine Ahnung habe, wo ich die herbekommen soll. Vielleicht kriege ich die, wenn ich das hier irgendwie aktiviere. Dafür bräuchte ich aber den vierten Diamanten, der ja jetzt nicht wirklich in Sicht ist. Du hier. Das Monster sieht aus, als ob es jeden Moment aus seiner Deckung springen will, um mich in Stücke zu reißen. Nur das Licht hält es offenbar davon ab. Ja, und ich habe doch eine Fackel. Warum kann ich die Fackel denn nicht anzünden?
Ach nee, oder? Klar. Mal schauen, wie dir das schmeckt. Wie schön, dass man gesehen hat, wie es davonrennt, das Tier. Okay. Oh, Diamant, da oben. Da oben komme ich nicht hin. Nein, aber ich habe Pfeil und Bogen gebaut, oder? Einen Versuch ist es wert. Finde ich auch. Treffer. So. Grüner Diamant, weißer Diamant, gelber Diamant, blauer Diamant. Der Diamant schimmert grün. Ich habe 4 Diamanten, Leute. So, und jetzt hätte ich die einfach mal eingesetzt. Oh, guck mal, der hier schimmert aber auch grün. Die Figuren wirken. Muss ich die in einer bestimmten Reihenfolge einsetzen? So. Ein weißer Diamant, ziemlich unscharf. Ich hätte mal gesagt, weiß müsste doch das hier sein. Halt. Das ist doch eindeutig blau. Und dann fehlt doch hier der hier. Was hast du denn hier für eine Farbe? Ein Diamant mit gelblicher Färbung. Der müsste doch dann hier sein, oder? So, jetzt gilt's nur noch, dieses Rätsel zu lösen, Leute. Was sagst du denn hier? Ach so. Das hier soll ja dieser Hydraxil sein. Aber wie der aussieht... Hier sind so 4... Nee, das sind mehr, schaut mal. Okay. Mal abgesehen. Das hier müsste doch der Stamm sein, oder? Wenn ich das jetzt alles so stammmäßig ausrichte. Das ist der richtige Trick. Ah. Der Mosaikspiegel leitet die Sonnenstrahlen nun auf die Stelen an den Ecken der Plattform. Und jetzt auf die Statuen. Die Figuren wirken erhaben und weise. Nur ich nicht. Ich wirke immer noch dumm und unwissend. Irgendwas hätte jetzt passieren sollen, Leute. Also. Die Figuren wirken erhaben und weise. Ja, und wie wirken die Farben dieser... Was ist, wenn ich jetzt den hier rausnehme? Das ist doch grün, oder nicht? Ein Diamant mit gelblicher Färbung. Der Diamant schimmert grün. Ich weiß es nicht, Leute. Ich bin echt... Muss ich die jetzt wild durchkombinieren, oder wie? Ah! Okay, klar, Leute, das hier ist gelb, eindeutig. Meine Güte, Projektion. Was ist das denn? In der Mitte steht Yggdrasil. An seinen Wurzeln speit eine Schlange irgendwas aus, das dann von oben auf den Baum regnet. Außerdem sind da noch Runen und dreieckige Symbole, deren Spitzen in verschiedene Richtungen zeigen. Ob ich damit die Heilkräfte Yggdrasils aktivieren kann? Wahrscheinlich helfen uns die Runen, durch die Tür zu kommen. Leute, ich werde die mal bis zum nächsten Part abschreiben, um dann hoffentlich in der richtigen Reihenfolge anwendend, also sprich über die verschiedenen Platten dann da in diesem anderen Raum gehend, dann hoffentlich sicher auf die andere Seite kommen, wo ich dann
durch die geöffnete Tür gehen kann. Aber das sehen wir dann im nächsten Part. Bis dann. Ciao.